Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute was ganz Besonderes. Wir machen das erste Kochvideo. Und zwar geht es heute darum, ich habe da eine Idee für Ostern, weil Ostern ist immer eine besondere Sache und da muss man was Besonderes backen, kochen, was auch immer. Lasst euch überraschen nach dem Trailer. So, herzlich willkommen zurück. So, und zwar machen wir heute Käsehasen, weil es ist ja bald Ostern und da habe ich mir gedacht, da machen wir doch mal was Cooles mit ganz einfachen Produkten. Und zwar braucht man einfach nur, okay, ich habe jetzt von der Firma Wagner hier so einen Flammkuchenteig, eine Paprika und Reibekäse. Mehr braucht man nicht. Ein Backblech ausgelegt mit Papier. Ja, und dann ein schönes Förmchen. Aber ausstechen, wisst ihr ja, wie es geht. Macht man ja zu Weihnachten auch so aus. Ja, und so trennt ihr dann alle die Hasen aus und legt die aufs Blech. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die Hasen fertig. Okay, manche sehen ein bisschen seltsam aus. Aber ist ja egal. Die Hasen sehen ja nicht alle gleich aus. So, wie gesagt, ich habe sie jetzt alle ausgestochen. Und dann vorsichtig, verdammt vorsichtig, sogar aufs Backblech legen, sonst verlieren ihre Form. Aber da hätte ich noch eine Idee, vielleicht funktioniert das, ja, könnt ihr ja mal ausprobieren. Wenn man den Teig vorher so für 2, 3, 4 Minuten einfriert, dann ein bisschen härter wird, dann glaube ich, dann könnte man dann viel besser ausstechen. So, und jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Auf 180 Grad für ungefähr, ja, 20 Minuten. So, in der Zwischenzeit werden wir noch ein bisschen kreativ, weil die Hasen haben ja noch kein richtiges Aussehen. Ist zwar jetzt ein bisschen wie Paprika für die bisschen Hasen, aber ist ja egal. So, und zwar nehmen wir uns einfach den Deckel, der reicht schon. So, und dann gucken wir, dass wir uns irgendwie so, ja, ein bisschen groß noch. Aber wie gesagt, braucht man ganz, ganz wenig Paprika. Machen wir sich einfach so kleine Stückchen hier, das werden dann später die Augen. So, die legen wir da, bevor die Hasen fertig sind, legen wir die schon auf. Kommt auch gleich noch der Käse drauf. So. Das ist jetzt nur so eine, kann jeder selber machen, wie er Lust hat. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, was man machen könnte. So. Man könnte die Augen jetzt natürlich auch hier mit irgendwelchen Tomatenstücke oder einfach einen Tropfen Ketchup und so weiter. Ja, so. Haben wir noch ein paar. Natürlich, wenn man jetzt richtig professionell das machen will, dann macht man dann eben runde Augen. Wir machen ja jetzt in dem Sinne eckige Augen. Aber das ist ja egal. Hauptsache, das sieht nachher süß aus. So, die Häschen sind geschlüpft. Oder fast. So, weil jetzt sind wir genau in der Phase, wo wir aus normalen Hasen Käsehasen machen. Und zwar nehmen wir hier den guten Krümelkäse. So, jetzt haben wir alle mit Käse bestreut. Okay, ein paar sehen jetzt natürlich nicht aus wie so eine Hase, weil die gehen noch ein bisschen von der Form auseinander. Aber ja, man kann schon erkennen, dass irgendein Tier ist oder ein Häschen oder so. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Jetzt kommt der ganze Kram nochmal in den Backofen für 3-4 Minuten, bis der Käse angeschmolzen ist. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir den Häschen nach ungefähr 3 Minuten nochmal rausgeholt, weil jetzt ist der Käse angeschmolzen. Und jetzt kommen wir zu den Augen, weil die müssen ja ein bisschen fest werden. Na, dann nehmen wir dann unsere Paprikastückchen. Ja. Ja, drücken wir noch ein bisschen fest. Ja. Okay, die Augen sind relativ groß geworden, wie ich gerade sehe, aber ist ja egal. Wie gesagt, die kommen jetzt noch mal kurz in den Ofen, damit der restliche Käse und die Paprika festgebacken wird. Ja, dann sehen wir uns gleich noch mal. Ja, oder der ist auch ganz cool geworden, finde ich. Ja. Gut, dann warten wir mal, bis die Jungs abgekühlt sind. So, dann sind wir wieder. Und diesmal, hopp. Ja, hier ist das fertige Ergebnis. Hoppel, poppel, moppel.
Ja, sieht doch ganz cool aus, oder? Kann man dann schön auf so einen Teller legen und dann mit irgend so eine Soße zum Dippen oder so. Ja, ist doch ganz cool, oder? Ja, jetzt beißen wir dem Hasen mal den Kopf ab. Mal gucken, ob das auch schmeckt. Mega, geil. Schmeckt gut. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, Daumen rauf, abonniert den Kanal. Und falls ich noch solche Kochvideos machen soll oder irgendwelche Wünsche habt, schreibt es einfach unten rein. Apropos Wünsche, ich habe unten in den Kommentaren, in der Beschreibung noch eine Wunschliste. Könnt ihr ja gerne mal reingucken. Ja, ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.